Am 22. Oktober 2021 hat das Ministerium für Schwerindustrie in New Delhi, Indien, die mittlerweile zweite Änderung des Automobile Wheel Rim Component Quality Control Orders 2020 veröffentlicht. Dieser Order war die Ankündigung, dass Räder für Fahrzeuge für den Import nach Indien neben der bisher erforderlichen AIS-Zertifizierung nun auch noch mit BIS zertifiziert werden sollten. Nun, wenn Sie Hersteller von Rädern bzw. Importeur von Fahrzeugen sind, dann war Ihnen diese Ankündigung sicherlich bekannt. Ursprünglich hieß es ja, Räder müssten ab dem 20. September 2021 die BIS-Markierung haben. Ansonsten würden sie nicht durch den indischen Zoll kommen, sei es allein oder am Fahrzeug. Ja, da die BIS-Zertifizierung von Rädern neben Tests in Indien auch eine Werksinspektion des Herstellers beinhaltet, war das schon damals relativ knapp berechnet. Weiterhin erschwert wurde das dann natürlich durch die Corona-Krise, die vor allem internationale Reisen für die Auditoren der BIS unmöglich machte. Aus dieser Zeitnot heraus wurde dann die Ankündigung vom 21. September 2020 schon am 28. Mai 2021 insofern abgeändert, dass die Zertifizierungspflicht für Räder nun nicht mehr am 20. September 2021, sondern erst am 22. März 2022 in Kraft treten sollte, also ein halbes Jahr später. Und jetzt, wahrscheinlich auf großen Druck der Automobilbranche hin, aber sicher angesichts der aufgrund der andauernden Corona-Krise weiter verzögerten Inspektionstermine, hat das Ministerium nun Ende Oktober diese Frist der Zertifizierungspflicht noch einmal um 6 Monate nach hinten geschoben. Sprich, Räder müssen erst zum 21. September 2022 die BIS-Markierung haben, um durch den indischen Zoll zu kommen. Das ist also schon mal eine gute Nachricht für alle Hersteller von Rädern. Unabhängig davon schätze ich sowieso, dass die BIS, die ohnehin schon immer sehr lange brauchte, um einen Inspektionstermin zu vergeben, alle Hersteller, die die Zertifizierung schon längst beantragt hatten, gar nicht bis zum 21. März 2022 alle zu Ende auditiert haben könnte. Sodass dies sowieso die einzig logische Möglichkeit war, weitere Lieferverzögerungen und Lieferengpässe zu vermeiden. Okay. Diese zweite Änderung des Wheel Rim Component Orders ist aber nicht nur für Radhersteller interessant, sondern auch für Importeure fertiger Fahrzeuge. Wie genau? Nun, der dritte Absatz des ersten Paragraphen der vollständigen Ankündigung vom September 2020 beinhaltet drei Ausnahmen, nach denen die Zertifizierung entweder verkürzt würde bzw. gar keine Zertifizierung erforderlich wäre. Die erste Ausnahme ist ganz logisch. Räder, die für den Export aus Indien heraus bestimmt sind, brauchen natürlich keine Zulassung für den indischen Markt. Die sind also raus. Die dritte Ausnahme betrifft Räder, die nur zum Zweck der Forschung nach Indien importiert werden und deswegen auch keine Zertifizierung benötigen. Diese beiden Ausnahmen sind bestehen geblieben. Die zweite Ausnahme jedoch wurde nun abgeändert. In der Originalankündigung vom 21. September 2020 hieß es ursprünglich, wenn die Anzahl der Fahrzeuge, die die Räder verwendeten, in einem Zeitraum von 6 zusammenhängenden Monaten nicht 250 überstieg, dann wurde die Pflicht zur Produktprüfung in Indien, also Tests in Indien, im Zertifizierungsprozess ausgesetzt. In der Praxis bedeutete das, wenn in einem Zeitraum von 6 Monaten nur 1250 Räder, also 5 pro Fahrzeug, importiert wurden, musste zwar weiterhin zertifiziert und inspiziert werden, nicht aber in Indien geprüft werden. Okay, diese Ausnahme war so, naja. Zwar konnten damit effektiv 2500 Räder pro Jahr importiert werden, ohne dass diese Modelle auch in Indien geprüft werden mussten. Und 2500 ist möglicherweise schon eine interessante Zahl für viele Hersteller. Aber letztendlich ist der Aufwand der Produkttests in Indien, auch wenn diese nicht ganz billig sind, nur ein kleiner Bestandteil der gesamten Zertifizierung, sodass diese Ausnahme kaum finanzielle oder prozedurale Vorteile mit sich brachte. Außerdem wurde mit keiner einzigen Ausnahme Importeuren von Gesamtfahrzeugen geholfen, da diese für ihre Gesamtfahrzeuge auch noch eine Räderzertifizierung durchlaufen mussten. Ja, dieser zweite Absatz aus der originalen Ankündigung wurde nun ausgetauscht. Die Ausnahme betrifft nun nicht mehr die Anzahl der halbjährlich importierten Räder, sondern eben den Import von Gesamtfahrzeugen. Wer ganze Fahrzeuge importiert, muss nun nicht mehr die Räder der Fahrzeuge separat zertifizieren lassen.
Wenn Sie also Gesamtfahrzeuge importieren, dann haben Sie jetzt eine Sorge weniger. Falls Sie von dieser Nachricht betroffen sind, aber irgendetwas nicht ganz klar ist, dann kontaktieren Sie uns gerne. Auf unserer Website finden Sie sowohl unsere Telefonnummer als auch entsprechende Online-Kontaktformulare. Alles klar, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut.